Okay, dann kümmern wir uns mal um diese beiden Benarike-Ritter hier, weil die eine sehr hohe Chance haben, Splitter zu droppen. So, ein Schlag und er zieht sich schon zurück. Oh, da kommt der nächste. So, tot dir. Okay. Sie wollen alle was von mir abhaben. Oh, aufpassen. Das könnte nämlich schmerzhaft sein. Und was für eine Überraschung, keiner von ihnen hatte etwas dabei. Schade. Gut, gucken wir uns weiter um, weil es gibt noch ein bisschen was zu erkunden hier, bevor wir uns ans Farmen überhaupt richtig machen können. Erst einmal sind wir hier noch vor der Kirche. Dort waren wir noch gar nicht bei unserem ersten Besuch hier. Da sind wir ja woanders abgebogen. Und zwar ist hier der taffe Untote, der meinte, er müsste uns das Tor vor der Nase zumachen. So, aber ihn können wir leicht töten und den Kellerschlüssel, der bei ihm liegt, einsacken. Und die Tür aufmachen. Hallo, du. Weg. Ja, und die Armbrustschützen haben uns doch gar nicht bemerkt, also können wir ihm mal in den Kopf schießen. Oder am Kopf vorbei. Na, viel Schaden machen wir ihnen aber leider nicht. Deswegen nehmen wir mal kurz die Beine in die Hand. Schalten erst den hier aus. Und dann rennen wir mal weiter weg von den Armbrustschützen. Dong dong. Weil hier in dem Gebiet haben alle so die Chance, ein paar Splitter zu droppen. Deswegen sollten wir ein paar von ihnen auch umbringen. Komm. So. Genau, was glaubst du, Höhlensoldaten-Lindentuch? Nein, das ist kein Titanit-Splitter. Und irgendwas ist gerade zu Bruch gegangen. Wow, das war falsch. Da habe ich nämlich jetzt gerade die Waffe gewechselt, anstatt sie zweihändig zu nehmen. So, weg mit dir. Und jetzt fehlt nur noch ihr beide hier. So, einmal. Zweimal. So. Und wieder kein Splitter. Hier runter. Es gibt nämlich noch zwei Benarike. Nein, das sind ja Balder-Ritter. Benarike sind die großen. Es gibt noch zwei Balder-Ritter hier, die wir töten können. Da ist Nummer 1. So. Fall um. Den hier noch loswerden. Und man sieht ja schon, mit dem Drachenschwert haben die keine Chance mehr gegen mich. So, dich da noch umhauen. Du hast auch nichts für uns. Und dann haben wir ja noch den letzten Balder-Ritter hier drüben. An den schleichen wir uns wieder ran, damit wir ihn backstabben können. So können wir nämlich am schnellsten mit ihm klarkommen. Wusch. Aber auch er hat keinen Splitter für uns. Gut. Bevor wir jetzt hier weitermachen, wir haben übrigens schon wieder eine Menschlichkeit jetzt bekommen von dem Balder-Ritter. Habe ich noch ein paar andere Stationen, die ich angehen möchte. So, hier zurück zur Kirche. Genau hier an der Stelle sind wir das letzte Mal, nämlich als wir von hier kamen, sind wir nicht hier abgebogen zum Kircheneingang, sondern sind einfach geradeaus gegangen. Hier kann man übrigens in die neue Kirche reingucken und da oben müssen wir hin später, wenn es denn soweit ist. Jetzt haben wir aber allerdings noch ein paar Sachen zu erledigen. Erstmal das Wichtigste. Wir gehen hierher
und nehme hier drüben den Fahrstuhl. So. Der bringt uns nach unten in ein bekanntes Gebiet. Das ist nämlich unsere erste richtige Abkürzung. Zurück zum Feuerbandschrein. Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie hoch ist mein Wille bei 11. Das ist nicht allzu hoch. Wie viel Wille brauchen wir denn? Ja, du wirst uns... Du verkaufst uns Zauber. Heilung braucht 12 Wille. Es ist auf jeden Fall schon mal wert, die Heilung gleich zu kaufen. Ja, ja. Und wie er nochmal sagte, wird die Stärke unserer Wunder durch unseren Willen bestimmt. So, wir sind wieder am Feuerbandschrein. Da wollte ich auch hin. Erstmal hier eine Rast einlegen, damit wir wieder 10 Flaschen haben und volles Leben. Und jetzt wollen wir noch ein paar anderen Orten einen Besuch abstatten. So, also müssen wir, nehmen wir erstmal wieder den Alternativweg hier. Töten die Hülle. Und die. Und da wir jetzt einen Bogen haben, können wir den Feuerschmeißer hier oben viel leichter ausschalten. So, weg mit dir. Fällst du dem anderen gleich auf den Kopf? Nein, tust du nicht. Du wärst ihm auf den Kopf gefallen. So. Soll ich noch ein paar Seelen einkaschen? Kann man nie genug haben. So, du weg. Und du weg. So. Die Ratte hier sollten wir auch immer wieder töten. Genau deswegen. Ratten droppen Menschlichkeit. Und ja, ich habe ja, wie ich mal sagte, das hier ist so eine Art Diskussionsgeschichts-Let's Play. Die Sache, warum Ratten Menschlichkeit droppen, ist ganz einfach die, man hat es ja gesehen, die Ratte hat an der Leiche rumgenagt. Und an jeder Leiche klebt ein bisschen Restmenschlichkeit. Und wenn die Ratte eben genug Leichen frisst, nimmt sie Menschlichkeit in sich auf und kann dann eben auch Menschlichkeit mal droppen. Und zwar ein ganzes Stück Menschlichkeit. Nicht nur ein kleines bisschen. Wie die Untoten hier teilweise von sich abgeben, aber halt nur, wenn der Gebietsboss noch lebt. Was er ja hier nicht mehr tut. So, weg mit dir. Au. Das hat ein bisschen gepiekst. Aber nur ein bisschen. Also ja, das ist meine Theorie, warum die Ratten Menschlichkeit mit sich rumschleppen. Wenn einer eine andere Theorie hat, kann er das ruhig in die Kommentare posten. Ja, genau, hau die Luft. Wow. Das war ein Olympia-Zombie. So, weg mit dir. Und dir weg. Ihr habt nichts Schönes für mich. Schade. So, weg mit dir noch. Du hast auch nichts für mich. Gut. An dem Leuchtfeuer hier rasten. Das kennen wir ja. Hier hoch geht's zum Drachen. So. Aber wir wollen den Weg weitergehen. Bong. So. Du kommst doch sicherlich auch, wenn wir hier rumstehen. Komm. Puss, Puss. Ja, wieder so ein super Sprung. Hat ihm nur leider nichts gebracht. So, und jetzt haben wir genug Bogenpower,
dass wir die Jungs hier auch mal wegschießen können. So, einer. Zwei. Und der dritte da hinten. Der ist etwas schwieriger zu treffen, aber wir treffen ihn. So. Das können wir nämlich ganz ruhig über die Brücke laufen. Und er hat sogar was dabei. Wenn wir gleich mal gucken, was er hat. Schönes. Aber erstmal die Jungs hier ausschalten. Na komm. Dich und dich. Und dich mit deinem Schild auch. So. Hier sind natürlich wieder die beiden, die uns in den Rücken fallen wollen. Das lassen wir natürlich auch nicht zu. Komm, schlag zu und stirb. So, wir gehen nämlich zu einem bestimmten Ort, den ich vorher schon mal, also lang vor dem Taurus-Dämon, erwähnt habe. Du bist der Wichtigste, oder? Ah, du bist zuerst. Du bist der Bombenschmeißer. Hey, nicht wegspringen. So, Bombenschmeißer weg. Jetzt bleibt nur noch der mit der Axt. Gut. Und jetzt gucken wir mal, was unser Freund hier oben gedroppt hat. Und wir haben schon die Hälfte der Seelen für den Heilzauber wieder drin. Also ja, wenn man einfach mal hier ein bisschen durchläuft, dann merkt man gar nicht, wie schnell man wieder Seelen zurückkriegt. Eine Brandbombe. Hallo Armbrustschütze, du guckst in die falsche Richtung, sonst würdest du mich hier längst sehen und beballern. Runter. Und den Armbrustschützen töten, der sich hier drin versteckt. Ah, er hat mich bemerkt. So. Naja gut, in der Rüstung bin ich auch nicht gerade leise Höhlensoldatenrüstung. Ich bin keine super heftige Assassine. Jedenfalls nicht in der Rüstung. So, einer weg. Da kommt unser Speerfreund. Weg mit dir. Und mit dir. Was glaubst du? Ein Hüllenschild. Jetzt fehlt noch der hier oben. Der müsste aber eigentlich auch gleich angerannt kommen. Genau. Komm zu Papa. Chuchu. Weg. So. Und jetzt wollen wir hier nach unten gehen, denn hier ist etwas Böses, wie man schon sieht. Das hier ist einer von Gwyns schwarzen Rittern, die wir aus dem Intro kennen. Und die wollen uns nichts Gutes. Ganz schnell wegrennen. Denn wir brauchen Platz, gegen ihn zu kämpfen. Ja, und ich höre, wie er uns hinterher rennt. So, jetzt komm. Genau. Das hier sind so die heftigsten Gegner, wie man sehen kann. Sie machen gut Schaden. Aber wenn man aufpasst, kommt man gut gegen sie an. Aber solange man nicht gegen ihr Schild schlägt. So, genau. Und sogar ein Schwarzritter Großschwert und einen grauen Brocken haben wir bekommen. Ja, das Großschwert ist ein Zufallsdrop von denen. Der kommt also nicht unbedingt immer. Also hatten wir dieses Mal ziemliches Glück, weil der eigentlich eher sehr selten ist. Nur leider können wir das Schwarzritter Großschild nicht, Schwert nicht so leicht benutzen. Das Schild gibt es übrigens auch. Hier, Schwarzritter Großschwert. Sieht man, man braucht 20 Stärke und 18 Geschick. Damit sind wir, da sind wir noch ziemlich weit entfernt. Wir brauchen noch 4 Stärke und 5 Geschick dafür. Oder 5 Beweglichkeit. Aber es würde 220 Schaden machen. Aber im Augenblick minus 177, weil wir eben die Attribute nicht erfüllen. Bei der Hellebarde erfüllen wir sie gerade so. Und beim Bogen erfüllen wir sie ziemlich gut. Deswegen kriegen wir auch einen dicken Bonus, der höher ist als der Schaden vom Bogen.